Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Ich zwinker gerade ein wenig. Weiß nicht warum. Wahrscheinlich noch die Aufregung von der letzten Folge. Boah, war mal wieder heavy. Also echt heavy. Für mich, also ich fand es schon sehr extrem, was da wieder los war. So, ich hau mir mal eben so ein Generic drauf. Okay. Ja, bin immer ein bisschen sprachlos, weil... Oh. Wow, jetzt renne ich fast durch mein eigenes Feuer. Okay, ich putze erstmal schön das Ding. Und ja, wollte natürlich jetzt nicht diese Schmach von der letzten Folge so auf, einfach so auf sich beruhen lassen, sondern schon mal versuchen, das Spiel ein bisschen ja, anzugehen und ihm zu zeigen, dass ich halt mit dem Vorgehen nicht so ganz konform gehe. So. Raus. Schwebende Axt. Hoffen wir mal, dass hier in der Turtle ein bisschen Wasser ist. Da ist ja noch drin. Schön. So, dann verlassen wir unseren kleinen Bunker. Und ich überlege auch, ob wir... Kann ich jetzt... Da, kann ich. Falls ich den ganzen Weg jetzt da runter gehen oder ob ich jetzt einfach mal abkürze, beziehungsweise dann... Ich weiß auch nicht, womit ich jetzt anfange. Eigentlich bräuchten wir... Ich muss den Steg da unten erstmal bauen. Und hol das Holz mal von der anderen Seite. Des Sees. Oder das... Ja, ein See ist ja nicht direkt. Ist ja eigentlich so ein Mini-Tümpel. Vor uns vor der Tür. So. Und hoffe, dass es jetzt nicht gleich wieder gläuen geht. Und jetzt hier der nächste Kannibale, wie gleich vor der Hütte steht. Das können wir eigentlich nicht fällen. Ja, da läuft ein Teich. Da hängt hoffentlich noch unser Essen dran. Ja, doch drei Stücken Fleisch hängen da noch. So, und dann zupfe ich hier mal ein bisschen Gehölz weg. So, da müssen wir hin. Nein, 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 ja. Gut. Relativ gut. Ach, jetzt haben wir hier schon das Zeltlager freigelegt. Oh, es ist weit. Ja, ich probiere es einfach nochmal mit dem Locksled. Hallo. Der dabei, da ist er. Ja, toll. Kann ich jetzt noch nicht wirklich gebrauchen. Ah. Die Bundeswehr macht dann wieder Rundflüge mit ihrem Eurofighter. Boah, ich hasse es schon wieder. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Nein! Nein, 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 nein. Boah, das ist er.
kann nicht wahr sein, ey. Schon wieder so ein kleiner Kacker. Keine Buße ist nichts zum Angreifen. Verdammt. Das Blöde ist auch, dass sie immer unter uns rumlaufen und nicht irgendwie mal ein bisschen entfernt sind, sondern der steht jetzt wieder unter uns, da komme ich doch mit dem Bogen nicht hin. Mann. So, dafür habe ich jetzt die Echse schon mal bereitgelegt. Darfst du bloß nicht vergessen, dass er da liegt. Okay, Kollege, hast du gesehen, was ich kann? Hä? 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 Huch, ist er weg? Ist er weg? Ist er tatsächlich weg? Ich hoffe mal, dass er weg ist. Ich habe jetzt auch keine Axt im Decken. So. Oh Gott, da hinten kommt eine ganze Horde. Eins. Zwei. Nein. Nicht hier irgendwelche Bäume ankratzen. Natürlich eine ganze Truppe. Okay. Boah, das wird ja ein Spaß. Tja, wo kommt der denn her? Nein. Was einfach mal die Pfeile wieder zurück aufs Handtuch legen kann. Geh weg. Oh. Achso, das. Okay, wir haben den unsichtbaren Pfeil. Das ist ja auch sehr geil. Aber ich erwische die Kannibalen nicht. Das ist doof. Alter, scheiße, dann habe ich gleich noch zwei Echsen erlegt. Gut zu wissen. Aber ist cool, unser Bogen geht wieder. Fein. Juhu. Ups. Tja.
Ach ja. Bei den Massen gar nicht anders möglich. So. Ja, tut mir leid, wenn ich jetzt nicht allzu viel dabei rede, aber es ist schon so ein bisschen konzentrieren. Bleib da. Wie ein Ex erwischt. Oh, Ex verfehlt. Haben wir noch Pfeile? Nee. Okay, wieder welche bauen. Hoffentlich reißt es hier bald ab, weil dann. Ansonsten haben wir doch ein kleines Problem. Ganz viel. Denn ich möchte jetzt ja auch nicht mit so einem Brennepfeil runter. Das wäre zwar dann natürlich alles etwas schneller. Aber müsste ich jetzt hier runterspringen, dann würde ich mir wieder was brechen. Das ist auch scheiße. Ach, die hängen jetzt wieder unter uns. Leute, geht doch einfach mal was essen. Geht doch einfach mal was essen. Ja, auch wenn du gehst, ich trau dir nicht. Niemals. Das ist der Scheinigste. Ach, so, das wird zwar auch langweilig. So. Aber es wird zumindest schon ein bisschen ruhiger hier im Dorf. Ist gut, dass man die versehentlich verschossenen Weg. Oh. Ah, okay. Es liegt an den Pfeilen, die man aufhebt. Aha. Mist. Okay, also keine Pfeile mehr aufheben. Denn danach funktioniert das mit dem Anzünden nicht mehr. Hallo, liebe nette Dame, liebe nette Dame.
Alter, was ist denn los? Och nee. Sie weg. Ich meine, wird doch möglich sein, die letzte Kandidatin hier noch von der Platte zu putzen. Ich denke mal, die anderen Echsen. Die anderen Echsen sind jetzt schon alle wieder weg. Komm schon, Mädel. Mach's uns beiden nicht so schwer. Wir haben hier beiden noch irgendwie was anderes zu tun. Du bist mit Sterben beschäftigt und ich habe hier was zu bauen. Okay, sie geht da hinten weg. Dann hoffe ich mal für sie, dass sie ihren Plan jetzt weiterverfolgt. Warum liegt hier jetzt momentan wirklich so viel rum? Ich weiß gar nicht, auch wo die ganzen. Gut, hier ist natürlich jetzt alles voller Zähne. Was soll ich. Oh, Alter, komm mit mir weg! Muss ein bisschen Rüstung sammeln. Toll, zwei Baumstämme. Zwei Baumstämme haben wir in diese Brücke da hinten einbauen können. Und das war's. Oh Gott. Alter, es muss doch einfach mal gut sein. Was haben die mit dieser Engine gemacht? Die scheißt ja echt nur noch Kannibalen aus hier. Da unten welche, da hinten welche. Nein. Ja, toll, die Rüstung gehört. Ja. Ach, wisst ihr was? Leckt mich am Arsch. Hier schlafen. Also nicht ihr, ich meine die hier unten. Ey, so ein geiler Tag, ey. Kaum Regen, bestes Wetter und nur Arschlöcher wieder unterwegs. Wem war denn dem? Man freut sich, wenn man wieder zum großen Schweden. Und kommt nur mit 40 km/h im Harz voran, weil irgendwelche Leute meinen, sie haben die Straßen wieder für sich gepachtet und 40 reicht ja. Kann man auch ein bisschen gucken, da kann man links und rechts mal gucken, ob man vielleicht was sieht und auch gucken mal da, eine abgestorbene Fichte. Hm. Ist auch alles schlimm geworden hier. Hm. Guck mal, und die hinter uns fahren, das sind auch alles Interessenten, die interessiert das auch, die fahren auch alle so wie wir. Hm. Weil man hier in der kurvenreichen Gegend ja auch so gut überholen kann. Lass mich durch da. Garstig. So, ich glaube, ich fahre jetzt mal das Ganze runter. Und wenn ich weitermache, dann starte ich neu. Aber wahrscheinlich starte ich dann auch schon im neuen Patch. Im 0.15 starte ich dann.
Und bin gespannt, ob dann auch alles funktioniert, ob dann auch alles da ist. Ich nehme mal schon an, dass wir weiterspielen können. Was erzähle ich eigentlich? Ich stehe erstmal schlafen. So, ich kann doch jetzt auch während des Abspanns noch ein bisschen labern. Hoffe dann einfach mal, dass wir nicht nur im neuen Patch dann quasi erwachen, beziehungsweise dass wir dann in unserer Höhle auch weitermachen können, also an diesem Punkt, sondern dass da noch alles funktioniert. Nicht, dass irgendwie dann wieder die die ganzen Brücken weg sind und wir an die Podeste dann keine Brücken sind mehr, also keine Stege mehr bauen können. Sondern dass wir auch unsere Blaupausen weiter ausbauen können. Ja, das hoffe ich mal. Und dass die eingeborenen Zahl, dieses Spawn der Gruppen, dieser Massen, einfach mal wieder ein bisschen runtergefahren wird. Dass sie aggressiv sind, dass sie uns ziemlich schnell platt machen können, alles überhaupt kein Problem, kann ich mit um, ist überhaupt kein Ding. Aber diese Massen einfach. Da legt man gerade, ich weiß nicht wie viele, 20 Leute und will sich dann einfach nur mal die Häute holen, die nebenbei noch irgendwie für uns abgefallen sind. Also nicht die Menschenhaut, das nicht, sondern halt die Echsen heute. Ne? Wir haben ja nebenbei auch noch ein paar Echsen erlegen können. Dass man sich die zumindest dann noch an Land zieht, aber nö, warum? Nö, was willst du da unten auf dem Boden? Hast du deine Stege? Reicht doch, Scheißspiel, sag ich nur. Mist, fuck, echt. So, ich gehe jetzt schmollen. Keller habe ich nicht, gehe in meine Dunkelkammer und hoffe einfach, dass es mit dem nächsten Patch etwas entspannter wird. Bis denn. Tschüss.